Also mein Name ist Susanne Zippel. Ich bin eigentlich aus Berlin und habe inzwischen mindestens 4 Heimatländer, weil ich vor allem in Asien unterwegs war während meiner Karriere, in China und Japan. Um CGK voll zu machen, muss ich jetzt demnächst unbedingt nach Korea ziehen. Also ich bin eigentlich klassische Grafikdesignerin und arbeite, um es jetzt zu betonen, vor allem mit Non-Latin Scripts im Corporate Design Bereich. Um einen ganz, ganz kleinen Schlenker zu machen, das ist etwas, was in dieser Konferenz sogar gelobt wurde, dass immerhin 2 oder 3 Vorträge sogar in der eigenen Sprache vorgetragen wurden und dann übersetzt wurden. Das ist natürlich ganz wichtig. Eine Sprache gehört zu den Zeichen dazu. Und wir nähern uns an. Die Welt wird immer kleiner. Und trotzdem werden die Kulturen aufgrund dieser Diversity, ja, aufgrund dieser Vielfalt, werden sich sogar stärker behaupten. Also sie werden selbstbewusster werden. Und das ist das Wichtige. Also diese Ambivalenz zwischen Annäherung, Durchdringung, ob das Sprachen sind oder natürlich dann auch Schriftsysteme sind. Schlussendlich geht es immer um kulturelle Befindlichkeiten, ob es um Annäherung geht und gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich auch um das Selbstbewusstsein, in dem auch noch die allerkleinste oder allerjüngste Sprache sich weiterentwickeln darf. Das ist diese wunderbare Entwicklung, für die ich dankbar bin, dass ich das miterleben darf. Also ich arbeite sehr eng mit Type-Designern zusammen, einfach weil ich ganz ehrlich die technischen Hintergründe nicht verstehe. Ich komme natürlich aus dem Detail des Zeichens. Ich sage nicht nur Buchstabe, weil der sehr auf unser Schriftsystem, auf das Lateinische abgestimmt ist, sondern ich rede inzwischen am liebsten nur noch von Schriftzeichen. Das ist so ein übergreifender Begriff, der alle glücklich macht. Ich bin tatsächlich Anwender, der natürlich in das Detail des einzelnen Zeichens reingehen muss, aber ein Type-Designer steckt nochmal in der offenen und geschlossenen Punze und in dem Winkel. Und das sind Dinge, über die freue ich mich ganz doll, weil ich sie benutzen darf, aber ich möchte mich, weiß Gott, damit nicht beschäftigen. Und deswegen mache ich den Type-Designer glücklich, weil ich mit seiner wunderbaren Schrift arbeite. Und zwar auf allerhöchstem Niveau, worauf ich Wert lege. Und ich bin dem Type-Designer dankbar, dass er, wenn es ein guter Type-Designer ist, ein respektvoller Type-Designer ist, dass er mir die Schrift so vorbereitet, im besten Falle, so wie es heute sein muss, dass ich sie international einsetzen kann. Das ist eine ganz große Herausforderung. Sprichwort Kerning zum Beispiel oder eben Erweiterung der Character Sets und so weiter und so fort. Also diese Zusammenarbeit, die klassischerweise relativ, in den letzten Jahrzehnten zumindest, relativ abgekoppelt war. Das war früher auch noch mal anders. Da war der Type-Designer auch noch nicht auf dem Hype und auf dem Elfenbeinturm. Dann so die letzten Jahrzehnte abgekoppelt war. Ich glaube, hier kommen wir inzwischen wieder zusammen. Auf Augenhöhe und das Allerschönste ist natürlich auch international. Weil speziell in meiner täglichen Arbeit bedeutet das vor allem, dass ich natürlich mit Schriftdesignern bzw. auch mit Typografen, mit Kollegen, Type Foundries und so weiter zu tun haben, die eben im sogenannten Non-Latin-Bereich stark sind. Und hier, jetzt wird es interessant, da ist noch sehr, sehr, sehr viel an offener, transparenter Zusammenarbeit zu leisten. Weil da sind wir in den Kinderschuhen. Jeder macht im Moment noch seinen Stiefel, möchte sich auch nicht wirklich reinschauen lassen. Hier geht es in der Regel auch um sehr viel Geld. Aber das wird uns auf die Dauer nicht weiterbringen. Da bin ich mir sicher. Also wenn wir hochwertige, qualitativ around und global einsetzbare Schriften herstellen wollen und sie entsprechend anwenden wollen, müssen wir neue Wege gehen. Also wir sind noch nicht so weit, aber wir sind auf dem besten Weg. Ich bin die Brücke. Es gibt inzwischen diese, ich benutze das jeden Tag, also es gibt diese Open-Type-Features, die es leicht möglich machen, diese
Character-Sets zu benutzen. Und ich kann dann also ganz leicht vom Chinesischen ins japanische Skript umswitchen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Erfahrung. Also gerade, ich habe das in meinem eigenen Vortrag heute auch erwähnt, um diese visuellen Konnotationen, diese Erfahrungen, in denen wir stecken, die wir auch gerne weitergeführt und respektiert sehen wollen, ist das natürlich ein wunderbares Feature oder die Möglichkeiten der Programme, die wir heute haben, unabhängig jetzt von dem einen, von dem wir gerade gesprochen haben, die natürlich auszunutzen, ist ein Geschenk. Ja? Man muss nur davon wissen, man muss offener damit umgehen und sie auch als Type Foundry einfach anbieten. Das ist im Moment noch keine Selbstverständlichkeit. Man muss danach fragen. Die Character Sets sind, trotzdem man es versucht, also ich rede jetzt vom Chinesischen und Japanischen, da habe ich Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, man versucht das eine Skript jetzt auch zu bedienen, aber das heißt nicht, dass es mit dem gleichen Respekt da implementiert wurde, wie zum Beispiel, reden wir von dem Chinesischen, das Japanische ist deswegen nicht unbedingt genauso ansprechend. Also da gibt es noch viel Oberflächlichkeiten, aber grundsätzlich ist die Entwicklung nicht mehr zu stoppen. Und ich sage immer, wenn die eine Foundry das nicht macht, dann macht es die nächste. Und wenn ich als Type-Designer mir nicht wirklich großartig Mühe gebe, eine kompatible Schrift heutzutage zu machen, dann macht es der nächste. Und wenn ich kein gutes Layout mache, macht es der nächste besser und ich bin draußen. Also es geht immer nach oben und zwar im positiven Sinne. Das ist eine ganz tolle Zeit gerade. Weil wir haben diese Konferenz und die macht sich darüber interessant. Ich glaube sogar, dass das pro ist, ne? Produktiv für Länder, die jetzt eben non-Latin sind. Einfach um sich genau davon abzusetzen. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt eine Global Font Conference, dann ist das so global, dann ist das schon wieder so aufgeweicht, da kann sich im Moment noch keiner was drunter vorstellen. Und Globalität, so schön das alles ist, am Ende gibt es sie doch nicht. Ja, es gibt nicht dieses sogenannte großartige multilinguale Skript, wo 35 Sprachen auf einer Seite zu sehen werden, sondern in der Regel wird es bei zwei Sprachen bleiben, aus welchen Gründen auch immer eventuell eine dritte Sprache. Aber diese Form von Globalität, von Multilingualität, von der wir hier reden, ist ein Abstraktum, ist Theorie, die mit der Praxis nichts zu tun hat. Und ich glaube auch in 100 Jahren noch nicht.